Ihr lieben Schokohasen, da bin ich wieder zurück in Nasenfels. Die Kamera bleibt noch einen kurzen Moment aus, weil ich bin nämlich immer noch am Rauchen. Ich wollte euch aber jetzt nicht mehr zu lange warten lassen. Wir können auf Nasenfels jetzt ein bisschen was machen. Wir haben einen Armorer, wir haben... Can create useful items for all kinds of trophies you bring him. Ich vermute... Ja... Haben wir die schon verkauft? Ich glaube nicht. Aha, okay. Cool. Wir haben gerade einen Mantel erzeugt. Whatever das auch immer bedeutet, aber wir haben einen gemacht. Okay, gut. Cool. You find Conrad the Treasurer reading a scroll. He throws the paper out at you and asks you to read off the names. The handwriting is difficult, but no more so than the names themselves. You stop and apologize, stating you are not from these parts. The man nods and takes the scroll back. Okay, er wirft uns eine Papierrolle entgegen, so nach dem Motto, lesen wir, wir sollen die Namen lesen. Wir können sie nicht lesen, weil die Namen und auch dieses Handgeschriebene zu hieroglyphisch ist. Deswegen geben wir sie ihm zurück und sagen ihm, wir sind nicht von hier, und er nickt und nimmt die Rolle zurück. Tis all right, servants. If you were wondering, those were the mans of men, women and children who have passed in the last week. Okay. Wohlgemerkt in der letzten Woche. Ja, also sprich, er spricht davon, dass Männer, Frauen und Kinder in der letzten Woche verstorben sind. Wir wundern uns, letzte Woche, there were a lot of names on the list, also da waren sehr viele Namen auf der Liste. Und er nickt, als ob er unsere Gedanken gelesen hätte. We are in a bad way, so many lives lost. We believe this to be the work of foul creatures, beasts beyond our ability to reason. Obviously, we'd like to go find and destroy them. Would you be interested in such a task? Okay, wir sollen also wieder irgendwelche Viecher finden. Was ist es ihm wert? 340 Kronen? Wir wollen ja friendly werden. Dementsprechend sollen wir wahrscheinlich wieder irgendwelche Viecher greifen. Ja. Werden wir gleich sehen. So. Zigarette ist aus. Dementsprechend können wir auch die Kamera wieder anschalten. So. Gläschen ist auch nachgefüllt. Gut. Neues habe ich jetzt gerade gelernt. Und zwar, wir können Leute anheuern. Die Menge und die Qualität der Leute, die wir anheuern können, hängt davon ab, wie gut wir hier in diesem Dorf oder generell in der Ortschaft bekannt sind. Und es kommen alle paar Tage neue Leute und andere gehen. Das heißt, die Leute, die wir anheuern können, werden Punkt 1 von Dorf zu Dorf unterschiedlich sein. Und Punkt 2, werden diese Leute auch wechseln. Also sprich, vielleicht finden wir dann sogar die Leute, die wir hier in dem Dorf in Nasenfels, was für ein geiler Name, anheuern können, dann auf einmal irgendwo da oben oder da hinten oder wo auch immer dann auf der Karte wir wieder hingehen
und vielleicht diese Leute wieder antreffen. Das ist interessant zu wissen. Also da auch da gibt es im Hintergrund quasi eine Mechanik, die das Ganze steuert. So, dann können wir hier noch unsere Armor wieder auffüllen. Okay. Der ist 600 wert, aber wir kriegen nur 68 dafür. Das ist crazy. Right click or drag onto an armor carried by the currently selected character in order to permanently fuse. This item will be consumed in the process to give the following effects. 15 durability reduces resolve of any opponent engaged in melee by minus 5. Okay, jeder Nahkampfangreifer bekommt minus 5 Resolve. Das ist nett. Das ist richtig gut. Tatsächlich. Aber unser Dolch bringt nur 15. Das heißt, hier sind die Verkaufspreise sehr low. Und ich gehe mal davon aus, dementsprechend auch die Einkaufspreise. Wir nehmen Smoked Ham, wir nehmen noch mal ein bisschen Weizen mit. Oder Haferflocken wahrscheinlich werden es sein. Damit wir wieder mehr Essen haben. Weil Essen waren wir jetzt schon ziemlich low. Ah. So, wir haben ein Schild eingesammelt. Das Schwert müssen wir in jedem Fall mal gleich einem von unseren Leuten geben. Und ja, dann sind wir in jedem Fall good to go. Das machen wir jetzt auch sofort. Wir geben... Frage, was macht denn das Falchion? 35 bis 45, 30 bis 40. Aber auch mehr Fatigue. Nehmen wir. Er hat einen Knüppel. Macht keinen Sinn. Er hat gar nichts. Okay, gut. Er bekommt das Shortsword. Und ich glaube, Gustav Eagle Eyes ist eigentlich mit unser Hauptkämpfer, mehr oder weniger. Das heißt, er bekommt den Schild. So. Er ist speertechnisch unterwegs. Das ist ein Militärspeer. Das ist auch ein Militärspeer. Also all the same. Und Hadebrand hat eine Zweihand-Axt, die wesentlich mehr Schaden macht. So, du kriegst erstmal eine Helmsche. Und eigentlich Sackleinen machen nicht wirklich Sinn. Kaufen wir bei ihm noch eine Armor. Nö, wir kaufen keine Armor. Also nicht bei ihm. Auch wenn die Preise ziemlich low sind wahrscheinlich. Macht das keinen Sinn. Einfach aus dem Grund heraus. Weil wir dann noch 200 Gold hätten. Das denke ich, werden wir jetzt erstmal nicht tun. So, gut. Wir sollen uns um Nasenfels herum... Da sind ein paar Webknechte. Und die sollen wir auch jagen. Wir bleiben in Nasenfels. Und wir lassen sie uns einfach angreifen. Zu den Waffen. Keine Ahnung, was Webknechte sind. Spinnen. Webknechte sind Spinnen.
Okay, gut. Folgende Situation. Wir haben hier sogenannte High Grounds. Das heißt, wir können uns quasi über das normale Level des Levels oder der Karte besser gesagt begeben. Die stehen jetzt zum Beispiel alle auf High Ground, ja, weil die stellenweise halt über dem Level stehen, wo andere sind. Und diese High Grounds wiederum machen es dem Gegner schwerer. Sekunde, mein Telefon hat sich gerade mal einfach so. Der war der Meinung, sich mal abzuschalten. Neustart. Aber ich glaube, das ist jetzt richtig. Okay, gut. Passt. Telefon ist gleich da. Entschuldigt. Ich habe die ganze Zeit die Teaser noch im Vordergrund gehabt. Richtig toll. Macht super viel Sinn. Hochprofessionell und so. Gut, High Grounds. Hier können wir nicht hin, aber hier zum Beispiel. Ja? Und dadurch stehen wir höher als unsere Gegner. Also zumindest, wenn der Gegner hier stehen würde. Und dementsprechend haben wir auch mehr Hitchance, weil ein Gegner, der erhöht steht, hat halt einen natürlichen Vorteil gegenüber dem Gegner, der unter ihm steht. Aus dem Grund heraus, weil der Angriffswinkel ist nicht so sehr gut. Und dementsprechend können wir halt in dem Fall Boni erzielen. Situation ist jetzt wie folgt. Wir haben sechs Leute und wir müssen zusehen, dass wir die alle irgendwie so weit abgesaved bekommen, dass sie im besten Fall über dem Gegner stehen. Punkt. Das ist jetzt erstmal so die Situation. Blub. So, und wir müssen jetzt im Endeffekt strategisch denken. Strategisch bedeutet, so weit wie möglich erstmal nach hinten, um hier den Highground irgendwie auszunutzen. Ich überlege, ob wir die Leute hier so hinstellen. Dann können die Webknechte sich nur hier irgendwie platzieren. Vielleicht hier, aber gut. Hier ist noch ein Feld dazwischen. Das heißt, das würde uns wahrscheinlich helfen. Hier können wir nicht hin. Das ist gut. So, wer ist als erster dran? Ladja. Ladja ist ja der, den wir jetzt gerade eingesammelt haben. Das heißt, ich würde den gerne mal so ein bisschen in eine Position bringen, wo er schon nicht ganz so hart angegriffen werden kann. Ja. So, unseren Armbrustschützen. Ja, den stellen wir natürlich so weit wie möglich nach oben. Ich glaube, wir werden allesamt da oben hin platzieren, sodass wir im besten Fall hier uns verteidigen können. Ich denke, das macht am meisten Sinn. Oh, entschuldigt. So, jetzt haben wir folgende Situation. Wir haben ja immer noch eine Control Area, ne? Und der hat eine Pierced Lung. Okay. Das heißt, er kann nicht gut atmen, scheinbar. Interessant. Ja, schön. Okay, das war gut. Das war sehr gut. Oh, die ist fast tot.
Das ist geil. Das ist gut. So, dann aufrüsten, warten. Und hier haben wir jetzt folgende Situation. Er steht im Low Ground, er steht im High Ground. Das heißt, er wird in jedem Fall eine Situation haben, die nicht ganz so gut ist. Ne? Deswegen versuchen wir mal. Nee, hat nicht funktioniert, dachte ich mir fast. Okay. Du gehst dahin und greifst ihn hier an. Weg damit. Sehr schön. So. Er kann nichts mehr machen. Das heißt, er muss warten. Und er geht auf den High Ground hier oben und wartet dann. So. Er ist jetzt der Erste, der wirklich komplett oben steht. Ja. Und Gustav Eagle Eyes war ja unser stärkster Nahkämpfer. Er zieht sich zurück, warum auch immer. Interessant. Wir müssen zusehen, dass wir unsere Leute aus dem Opponent's Ground rausbekommen, weil sonst jedes Mal, wenn wir ziehen, bekommen wir Schaden. Ist uncool. Ne? Oh yeah, lecker. Nochmal. Ja, tot. Schön. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit sogar zu swingen. Oh, nett. Zumindest die eine haben wir schon mal geschafft. Fast. So, du gehst dahin. Es ist immer wieder dasselbe mit Ranged-Angriffen. Im schlimmsten Fall treffen wir unsere eigenen Leute und das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Also ich bin wirklich ganz ehrlich, ich überlege hart, ob ich den Ranged-Guy rausnehme und gegen den Melee-Guy ersetze, weil im Endeffekt macht der Dude überhaupt gar keinen Sinn. Solange wie irgendein Mensch im Weg steht, haben wir mehr Chancen, den zu treffen, zumindest bisher, ja, als die Monster an sich. Und das ist schon ziemlich beschissen. So, wir laden einmal nach. Aber da muss ich wirklich nochmal drüber nachdenken, ob das so viel Sinn macht. So, wir lassen die jetzt erstmal da so, wie sie sind. Er hat uns jetzt gerade Oh, das ist scheiße. Das ist scheiße. Der geht drauf. Nein, doch nicht. Okay. Na klar. Zwei Angriffe und wir treffen beide nicht. Na, wenigstens das hat funktioniert. Okay, für den Round Swing hat er nicht genug Fatigue. Beziehungsweise zu viel. Mhm. 35 Fatigue. I see. Frage ist, können wir uns hier einfach mal befreien? Also, er kassiert gleich zwei Hits. Im schlimmsten Fall. Weil sie ist da, er ist da. Ne? Nee, wir machen es anders. Wir greifen da an und keine Chance.
Er geht drauf. Doch nicht. Doch, er geht drauf. War ja mehr oder weniger klar gewesen. So, jetzt müssen wir angreifen. Also es geht nicht anders. Ne? Eigentlich hätte ich hier einen Stun-Versuch durchführen können. Aber gut, ist halt so. In Vorbereitung für die nächste Runde setzen wir ihn mal darunter. Okay, das Ding ist zumindest schon mal geglückt. Kann nicht angreifen, weil die Fatigue jetzt gerade zu hoch ist. Er kann nicht angreifen, weil ja, weil es einfach zu weit wäre. Das heißt, er bleibt einfach da, wo er ist. Jetzt versuchen wir zu stunnen und wir haben gestunnt. Sehr geil. Okay, sie ist ausgewichen, aber das ist fein. Ja, das ist echt fein. Sehr schön. Webknecht weg. Sehr gut. Nachladen. Was bringt das hier? Free Ally. Okay, alles klar. Also, wir könnten quasi ihn jetzt befreien. Ja, aber wofür? Sehr schön. Nicht getroffen. Er ist vergiftet. Ja. Das ist uncool. Aber es ist halt so. Ja. Und fertig. Okay, gut. Adebrand ist gestorben. Also es sieht zumindest danach aus. Der war ein Level 3 Dude. Das ist uncool. Okay, wir haben 340 Gold kassiert und leider einen verloren. Hadebrand war unsere Suff-Unke, die die ganze Zeit irgendwie schon von Anfang an dabei war. Schade drum, aber ist halt so. Ne? Ist halt so, kann man sich nicht aussuchen. Bisher, trotz allem, relativ erfolgreich. Wir sind fast wieder auf 1000 Gold. Das heißt, die Leute sind zumindest erstmal glücklich. Mehr oder weniger. Ja. Und ja, wir müssen jetzt natürlich noch irgendwie jemanden Anatomist, Part Scientist and Part Surgeon. Anatomists are unaccustomed to battle, but well served by steady hands. Okay, und Ortwin. Ortwin ist ein Miner. Ein Miner wollen wir nicht. Miner. Weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist, ne?
Notcoin brought Meinrad to Selswording. He has a keen interest in discovering the creatures of the world and what they look like in the inside. So long as he makes Said insides visible, you could care less what else he does with them. Okay, Meinrad sieht quasi wie ein, also er hat ein Dolch. Das heißt, er ist quasi eine Art Dieb, ist aber gleichzeitig auch ein Anatomist. Und ein Anatomist scheint zumindest im Battle nicht so wirklich sinnvoll zu sein. Zumindest steht es hier. Sind nicht gewöhnt an den Kampf. But well served by steady hands. Served by steady hands. Da bin ich mir gerade nicht ganz so unbedingt... Entschuldigt. Nicht ganz so unbedingt sicher, was es jetzt eigentlich meinen soll. Ich glaube, es ist eine gute Frage. Tja. Müsste man sich mal anschauen. Ja? Allerdings möchte ich jetzt keine 650 Gold ausgeben, um zu erfahren, dass der Typ eine Nullnummer ist. Macht keinen Sinn. So. Wir pausieren einmal ganz kurz und dann gucken wir mal. Also, wir haben zwei Leute. Er hat eine pierced lung. Also, sprich, eine punktuierte Lunge. Kann also dementsprechend nicht ganz so gut atmen. Und ist in einem Tag wieder recovered. Wobei die Lunge 1 bis 4 Tage brauchen kann. Nicht so unbedingt geil. Melee Damage immer gut. Und Maximum Life eigentlich auch. So. Perks. Du sollst. Nein. So. Du sollst lernen. Oh, hier sind wir sogar schon in der Stufe 2 Perk. Sehr geil. Mehr Leben, mehr Fatigue, mehr Resolve. Ich denke, das ist jetzt erstmal das, was wir brauchen. Und ich glaube, dass wir ihm Dodgen geben. Einfach jeder Angriff, den wir nicht blocken oder kassieren, hilft. Ne? So, gut. Dann ist Nasenfels erstmal soweit befriedet. In an effort to rebuild the nearby surface arrayn, building materials are in high demand and low supply. Okay, nearby surface iron vein bedeutet so viel wie die nahegelegene. Die nahegelegene, jetzt muss ich nochmal kurz nachgucken, was das bedeutet. Nearby Surface Iron Vein, Building Materials are in High Demand and Low Supply. In an effort to rebuild the nearby surface Iron Vein. Iron Vein, Iron Vein ist die Erzader. Und die müssen jetzt momentan, die brauchen Eisen. Das ist jetzt erstmal das, was ich jetzt rauslese. No. Der Dolch bringt 21. Die Verkaufspreise sind also gar nicht so schlecht. Essen haben wir jetzt erstmal genug. Und wir haben keine Aufgabe, mit der wir jetzt gerade irgendwie hier arbeiten könnten. So dass ich überlege, dass wir wieder zurückgehen. Und vielleicht mal hier hin. Eisenfeste. Eisenfeste. Das klingt irgendwie nach Game of Thrones. So ein bisschen. Ne? So. Wir könnten halt natürlich auch in den Süden gehen. Ja, so nach Auenbach, Wagenheim, Waldhain. Die sind irgendwie alle so mit Hain. Lanzenfeste, Freidorf.
Das wäre nicht verkehrt. Waldmark. Gronenwall. Hier ist wirklich ein Dorf. Lanzenfeste, ist klar. Das ist eine Feste. Waldhain. Wagenheim. Und Auenbach. Ich überlege, was wir jetzt am sinnvollsten machen. Also wir könnten nach unten gehen. Wir könnten aber auch einfach versuchen, erstmal hier nach Eisenfeste zu gehen und zu gucken, ob wir da vielleicht irgendwie Aufträge organisiert bekommen. Wir gehen nach Gunheim. Wir gehen nach Gunheim und sehen zu, dass wir im besten Fall unseren Dude hier aus allen Gefahren raushalten. Also wenn uns jemand angreifen will, dann gehen wir eher nicht darauf ein und versuchen, die zu umlaufen.